Ewiger Vater, wir vertrauen auf deine Hilfe und bitten dich. Segne unseren heiligen Vater, unseren Bischof und alle ihre Mitarbeiter, damit sie immer mehr deine Diener in der Kirche werden. Wir bitten dich, Herr. Erleuchte alle Priester, besonders die Pfarrer, damit sie deinen Willen suchen und auf deinen Weg gehen. Wir bitten dich, Herr. Bestärke dein Volk in der Demut, damit sich niemand über den anderen erhebt und wir in Eintracht zusammenhalten. Wir bitten dich, Herr. Lass uns immer mehr das Geheimnis des Kreuzestodes deines Sohnes begreifen und den heiligen Messopfer aufsuchen. Wir bitten dich, Herr. Wir bitten dich für die Politiker Österreichs und Europas, besonders jene, die sich dem Christentum verbunden wissen, dass sie deinen Willen erkennen und tun. Wir bitten dich, Herr. Führe uns zur heiligen Gottesmutter und zum heiligen Rosenkranz, damit wir die Mutter deines Sohnes immer mehr lieben und ihre Liebe erfahren. Wir bitten dich, Herr. Bekehre alle, die weit weg von dir leben, und deine Gnade, damit sie deine Gnade empfangen. Wir bitten dich, Herr. Vergib unseren Verstorbenen Sünde und Schuld und nimm sie auf in dein himmlisches Reich. Wir bitten dich, Herr. Legen wir alle unsere Sorgen und Anliegen der Gottesmutter ans Herz. Hilf Maria, es ist Zeit.